Vor einer Woche wurde in Rio de Janeiro eine Lokalpolitikerin erschossen. Die 38-jährige Marielle Franco war die einzige afro-brasilianische Frau im Stadtrat und setzte sich gegen Rassismus und Polizeigewalt in den Favelas ein. Nun deuten erste Untersuchungen darauf hin, dass die brasilianische Polizei selbst in den Mordanschlag verwickelt sein soll. Tausende Demonstranten gehen seither im ganzen Land auf die Straße. Elisabeth Semrath. Ein Lichtermeer für Marielle Franco. Auf den Straßen Rio de Janeiros herrschen nach dem Tod der Stadträtin Trauer und Entsetzen. Ich hoffe, die Gerechtigkeit siegt und die Behörden finden heraus, wer das getan hat. Die 38-jährige Politikerin der linken Partei Sozialismus und Freiheit war vergangenen Mittwoch in ihrem Auto erschossen worden. 4 Kugeln trafen sie in den Kopf. Die Angreifer schossen von einem Auto aus. Auch ihr Fahrer kam ums Leben. Es war wie eine Hinrichtung. Wir müssen den Fall so schnell wie möglich lösen. Was passiert ist, ist völlig unzulässig. Franco galt als Hoffnungsträgerin, eine afro-brasilianische lesbische Frau und Mutter einer 19-jährigen Tochter, die aus ärmlichen Verhältnissen stammte und es aus eigener Kraft in die Politik schaffte. Ihr Tod ist ein großer Verlust für uns Bewohner der Favelas. Wir verlieren eine großartige Repräsentantin. Marielle Franco setzte sich gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt in den armen Vierteln Rios ein. Das könnte ihr zum Verhängnis geworden sein, denn die Projektile in ihrer Leiche sollen von Polizeiwaffen stammen. Auf den Patronen sei das Kürzel der Bundespolizei eingraviert gewesen. Sie haben Marielle niedergestreckt wie ein Insekt, nur um sie aus dem Weg zu räumen. Aber sie haben vergessen, dass ihr Tod tausende Menschen nur noch mehr anspornt, gegen die Ungerechtigkeiten aufzutreten. Präsident Michel Temer bezeichnet den Mord als Angriff auf die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit. Doch die Wut der Demonstranten richtet sich auch gegen ihn. Vor einem Monat hat er die Armee nach Rio beordert. Sie greift mit harter Hand durch. Vergehen an Zivilisten hat Marielle Franco immer wieder publik gemacht. Wer hat Marielle umgebracht, projizieren die Demonstranten auf das Rathaus Rios. Solange diese Frage nicht beantwortet ist, wollen sie nicht schweigen.